Also, es ist ganz schön, dass ihr zu mir in die Badestube kommt. Also ich muss sagen, bis gestern habe ich mir die zwei Exponate noch viel grösser vorgestellt. Also so wie zum Beispiel das, ich gebe das mal schnell in die Runde um, oder das da. Aber offensichtlich war es nicht möglich, einige zu beschaffen. Und ich traue euch und mir zu, dass wir jetzt einfach das können wachsen lassen in unserer Fantasie. So dass etwa zwei Leute drin Platz haben. Ich heiße Bonnie Bossart und wohne seit fast 40 Jahren in diesem Haus. Und fast 400 Jahre vor mir hat da innen ein Bader gewohnt und gewirkt. Ich will euch von dem Bader erzählen und wie es damals war, ist das Baden. Im Bevölkerungsverzeichnis von 1634 kann man lesen, dass im Haus zum scharfen Eck, so hat das Haus geheissen, bevor es dann zur alten Post geworden ist, ein Hans Konrad Mag gewohnt und gewirkt hat. Er war der Wundarzt von Griffensee. In anderen Dokumenten kann man ihn mit zwei anderen Berufsbezeichnungen lesen. Er war Spater und Scherer. Das ist so. Zum Bader haben zu seiner Zeit auch die kleine Chirurgie ausüben. Also sie konnten Wunden verpflegen. Wenn jetzt zum Beispiel einer auf der Jagd anstatt des Wild mit der Schrotfinte sich selber getroffen hat, hat der Bader die Schrotkügel raus operieren und die Wunden dann pflegen. Er konnte Brüche richten, die unendlich schmerzhaften Pestbeulen aufschneiden und ausbrennen. Er konnte Zähne brechen, also Zähne brechen, hat man gesagt. Das stelle ich mir ziemlich hart vor. Er konnte Schröpfköpfe ansetzen, er konnte zur Ader lassen und Klistier geben. Aber die Hauptaufgabe eines Baders war doch, seine Badestube zu führen. Er hat also in seine Bottiche Wasser, warmes Wasser reingelassen und gegen Bezahlung hat man bei ihm verschiedene Dienste in Anspruch nehmen. Er hat die Leute gesalbt, die da reingesessen sind. Er hat ihnen die Haare geschnitten, er hat sie gekämmert. Das heisst, er hat mit einem Kamm so eine Art eine Massage gemacht. Man hat angenommen, dass das Gehirn und das Gedächtnis stärken. Also wenn ihr jetzt ein bisschen Angst vor einer beginnenden Demenz hättet, würde ich euch raten, einen Kamm zu nehmen und da fest euch selber zu kämmen, da es ja keinen Boden mehr gibt. Man nimmt an, dass Badewesen zu uns gekommen ist während der Kreuzzüge. Die Kreuzfahrer, die zurückgekommen sind, haben außer dieser wunderbaren Badekultur aus dem Orient auch die Lepra mitgebracht. Diese Krankheit hat man bei uns Aussatz genannt und man hat gehofft, die mit Schwitzbädern zu heilen. Das Einrichten einer Badestube war ganz teuer. Und so ist es gekommen, dass die Badestuben meistens Städte gehört haben und die haben es verpachtet an Bader. Und wenn ihr jetzt meint, in diesen Baden sei es nur um Körperpflege und Hygiene gegangen, ist das weit gefehlt. Das war eigentlich das Bauernvergnügen. Die Bäder waren richtige soziale Treffpunkte. Man kam dort hin, sich zu treffen, einander zu erzählen, was so gelaufen ist in der Familie, was man erfahren hat von der näheren oder weiteren Welt. Sicher ist auf jeden Fall, das Baden hat zu den Hauptfröhlichkeiten von ganz vielen Schichten, eigentlich durch alle Schichten von der Bevölkerung, durchgehalten. Willst du einen Tag fröhlich sein, gehe ins Bad. Willst du eine Woche fröhlich sein, lass zur Ader. Willst du einen Monat fröhlich sein, schlacht ein Schwein. Jetzt hier in dieser Greifenseer Badestube ist es ganz sicher weniger grossartig vor sich gegangen als in diesen Bädern der Stadt. Also da innen, man nimmt an, es sei in diesem Raum gewesen,
wo der Bader, der Hans Konrad Mag, gewirkt hat, maxen so drei so Bot Platz gehabt. Dort einen, da einen, da einen. Man nimmt auch an, dass es wirklich in dem Raum war, obwohl ganz sicher weiss man das nicht. Es ist auf Erdreich sind die gestanden, wo wir vor 40 Jahren das Haus angetreten haben, hat es da gestampfte Erde gehabt. Wir haben dann den Boden drauf gemacht. Also, der Bader hat das Wasser geholt. Ich weiss nicht, hat es schon einen Brunnen gehabt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber es wäre für Greifensee ja kein Problem gewesen. Wir haben ja Bäche und wir haben den See. Da innen haben die Männchen und Weibchen einsteigen, und zwar unsortiert, wenn sie das gewünscht haben. Und es ist aktenkundig, dass der Bader so heimlich und unter der Hand Wein eingeschenkt hat. Wer will da jetzt gerade? Ich habe gerade ein Gläschen Wein, damit ihr euch das vorstellen könnt. Ihr müsst also nicht da drin sitzen wegen dem. Wer will das Gläschen Wein trinken? Also irgendjemand muss einfach. Das geht ja nicht. Sie glaube ich. Du, Monika. Das ist so gross, dass du da bist. Aha. Ja, klar. Und der ist schon her. Also.